nana afia sap kuma 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 de fe fe adia fe adia fe das ist sehr dann zu einer sind nana kusiam konsan und nana felicia aus düsseldorf und cynthia peliki paniki entschuldigung und dann haben wir unsere Madame Beta von Weinheim. Das sind die Frauen, die gerade waren, die hier ihr Tanzclub mit uns begleitet haben. So, vielleicht ein kurzer Applaus für Sie. Danke. Als nächstes ist, wir fangen an für das Programm. Dies war eine Willkommenheißen für den Zehnfeldschüler von der Oberbürgermeisterin. So, das nächste ist bei uns, Nana, wir sind so, sagen wir so, sehr religiös. Und wir haben Muslimen, Christen und Orthodoxen, alle Christen, alle Religionen, die man auch gibt, was gibt. So, bei jeder Veranstaltung fangen wir normalerweise kurz an damit. Normalerweise gibt es so drei oder ein Muslim, ein Christ und eine traditionelle Religionführer, die dann mal so eine Art so Gebet machen. Ich weiß nicht, ob die hier gerade eine Muslim-Priester oder so eine da ist. So, wir haben einen von katholischer Kirche, Mr. Bedou, vielleicht also ganz kurz, 2 Minuten das halten. Und keiner Muslim, der das kurz so machen, dann machst du mal 3 Minuten. Ist das right? Ja? Und dann gibt es einer, der auch für deine Religion das machen kann. Ist nicht da, ja? Okay, gut, dann machen wir ganz kurz, kurz aufgehen und so ganz klein Gebet damit anzufangen. Ja, vielen Dank. So wie er gesagt hat, das gehört dazu. Alle Anfang machen wir in der Regel in Ghana mit einem Gebet. Und ich werde euch erstmal diese Sache, was wir heute Abend haben, in Händen Gottes bringen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lieber Gott, wir danken dir, dass du uns diesen Tag geschenkt hast. Gott, du weißt schon, was heute hier geschieht, und ohne dich sind wir nichts. Deshalb bringen wir heute unser Vorhaben diesen Abend in deine Hände. Schick deinen Heiligen Geist zu uns, sodass alles, was wir hier machen, in Frieden mit Liebe verlaufen. Alles, was wir hier haben zum Trinken, zum Essen, segne auch für uns und segne das Ganze hier heute und alle Leute, die hier sind. Und wenn das zu Ende bringen, werden wir viel danken. Danach begleite uns dann wieder zu alle unserer Stellen, wo wir hier gekommen sind. Dieses bitten wir im Namen der Herr Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist Ewigkeit regieren mit Ewigkeit. Amen. So, danke schön. Als nächstes ist eine, so machen wir ein Nationalhymne und wir haben 2 schöne, wunderbare Frauen, die das machen würden. Aber bevor wir das anfangen mit der Nationalhymne, es gibt eine, denke ich, auch religiöse Ehe, dass unsere Gedanken bei ihm sein. Deswegen würde ich euch bitten, ganz kurz nochmal bitte aufzustehen für 1 Minute Ruhe. Danke. Danke. So, der nächste ist Nationalhymne von aus Ghana. Das wird gesungen von natürlich.
wir sind in Deutschland. So, danach wird auch eine Hymne gesungen. Und nach einer Hymne werden wir ganz kurz sagen wir so, besprechen über Kofi Annan. Das ist eine Art, dazu geben, vielleicht in der Zeit. Okay, so, jetzt die Nationalhymne. Der Text der deutschen Nationalhymne ist die dritte Strophe des Gedichts Das Lied der Deutschen, verfasst von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 1841 auf Helgoland. Die Melodie stammt aus dem Lied Gott erhalte Franz den Kaiser, das Josef Haydn 1796 in Wien zu Ehren des römisch-deutschen Kaisers Franz II. Komponierte und das später auch als österreichische Kaiserhymne gesungen wurde. Traditionsreiche Worte, Einigkeit und Recht und Freiheit fanden sich auf dem Rand der 2-D-Mark und 5-D-Mark-Münzen. Heute sind sie auf dem Rand der deutschen 2-Euro-Münzen zu lesen. Germanisten sagen, wir haben den Charakter eines offiziellen Wahlspruchs der BRD. Anfangen. Okay.
Um nur einiges aus dem Programm zu nennen.
dass Sie einen schönen Tag mit uns genießen werden. Während wir diesen Tag zusammen mit Herrn Andreas Walter, Bürgermeister der Stadt Kone, erleben, möchte ich sagen, dass eines der Hauptziele, die ghanaische Diaspora in Köln, ist eine Plattform zu schaffen und es uns zu erhalten. Auf diese Weise, auf diese reichen Kultur zu Kunst in Ghana und Deutschland gefordert und an die Integrationsagenda der deutschen Gesellschaft angepasst werden. Herr Bürgermeister, wir brauchen Ihre Hilfe. Unterstützen. Wir brauchen Ihre Hilfe und Unterstützung. Ebenso wie die Ghana Union kommt, schon von der Stadt kommt, in unsere Hausaufgabenbetreuung für Schüler mit Migrationshintergrund unterstützt wird. An dieser Stelle möchte die Kinder die Hausaufgabenbetreuung Ihnen von allen eins sagen. Kinder, was sagt ihr? Sehr geehrter Herr Bürgermeister Walter, unser großer Bitte in diesem Zusammenhang ist es, ein Vereinlokal zu bekommen, in dem all diese Aktivitäten, Initiativen einen Raum finden. Wir bitten Sie daher, uns erneut zu Hilfe zu kommen. Ich freue mich, Sie alle hier begrüßen zu dürfen und hoffe, mit Ihnen einen unvergesslichen Tag mit viel Spaß und Freude zu erleben. Danke. Vielen Dank, Frau Ritter. Und danke schön, die Frauen und die Kinder. Danke. So, als nächstes haben wir UGAG. Und UGAG ist die Union of Ghanaian Associations in Germany. Das heißt, wir haben so alle Vereine in Ghana, also alle Associations für Ghana in Deutschland. Wir haben so ein DAG. Verband und der Verband heißt UGA. Und haben wir einen Präsident hier auch und der heute ein kurze Sätze auch geben wird. Danke. Der Name auf der Person ist Mr. Inkatia. Danke. Also, positiv ist, dass unser Bürgermeister ist hier. Und der Und er ist kein einfacher Bürgermeister wie jeder andere bisherige Bürgermeister, sondern Bürgermeister von Köln. Und er vertritt den Oberbürgermeister, Herr Luther. Dankeschön. Also. Sehr geehrter Herr Bürgermeister an der Walter, meine ghanaischen Landsleute, meine Damen und Herren, es ist mir eine große Ehre, Sie heute zu unserem Kulturfest begrüßen zu dürfen. Der Dachverband, alle ghanaischen Verbände in Bundesrepublik Deutschland, kurz gesagt, UGAG, Union of Ghanaian Associations in Germany, e.V., mit Sitz in Köln, konsolidiert die Arbeit aller Mitglieder der örtlichen Vereine mit folgendem Ziel. Wir unterstützen die Ghanaien als private Personen sowie ghanaische Organisationen in der Bundesrepublik Deutschland und in Ghana. Ein großes Anliegen ist uns die Begleitung unserer Landsleute durch verschiedene Integrationsprogramm der Bundesregierung. Stellvertretend für in Deutschland lebende Ghana und Ghanaren und sind wir das Sprachrohr
of Landes Bundes und internationaler Ebene. Wir sind die Brückenbauer zwischen der ghanaischen Diaspora und der ghanaischen Regierung. Und zweitens, Ghana Council NRW e.V. mit Sitz in Düsseldorf ist eine Dachorganisation der ghanaischen Verein, Verbände, religiöse Institutionen, Geschäftsleute, Selbsthilfeorganisationen und einzelne interessierten Ghanaer in Nordrhein-Westfalen. Ghana Council arbeitet auf der Grundlage der Partnerschaft zwischen Ghana und Nordrhein-Westfalen durch verschiedene Projekte. Zunächst bedanke ich mich ganz herzlich, dass der Obergemeister Herr Wolter unserer Einladung gefolgt ist. Ebenso wurde mich in Abwesenheit bei unserer Botschafterin, Ihre Exzellenz, Frau Gina Blee, die uns die Ehre erwiesen hätte an dieser Veranstaltung. Ja, warum diese Kulturfest? Dieses Fest ist eine jährliche Veranstaltung, die unter der örtlichen Verein rotiert, um die Ziele der UGA zu verwirklichen, die Aufmerksamkeit auf Ghana und dessen Potenzial zu wecken, einen Einblick in Handel, Investition, Tourismus und so weiter zu geben und die interkulturelle Beziehung zwischen Deutschen und Ghana zu fördern. Dieses Jahr haben sich zum ersten Mal vier Vereine zusammengeschlossen. Das ist außer UGAC und Ghana Council beteiligen sich noch Ghana Forum und worüber wir uns besonders freuen und Sie herzlich begrüßen, sind die Vertreter des Vereins Junger Deutsche Afrikaner. Wir bedanken uns recht herzlich bei der Landesregierung und der Stadt Köln, die uns finanziell unterstützt haben. Ein Dankeschön an die drei Promotoren, die sich bereit erklärt haben, mit uns zusammen zu feiern. Es ist uns wie ein historischer Augenblick in Köln, das fünfte Kulturfestival zu feiern. Das erste Kulturfestival überhaupt fand damals statt in Köln. Erlauben Sie mir einen Einblick in die Aktivitäten der Verein UGAC und Ghana Council zu werfen. Beide Vereine haben sich zusammengeschlossen, um das Projekt Ghanaische Messe in Köln zu veranstalten. Davor werden wir die Unterstützung der Stadt Köln brauchen. Unser nächstes Anliegen ist im Zusammenhang mit der Messe eine Ghanaische Bank in Düsseldorf zu eröffnen. Vorgespräche sind bei Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie geführt, wo uns finanziell als auch moralische Unterstützung dem Ministerium zugeworden. Bezüglich der oben genannten Projekte habe ich während einer Reise nach Ghana mit der amtierenden Regierung und den zuständigen Verantwortlichen Kontakt aufgenommen. Im Namen der ghanaischen Eltern und Kinder in Köln wollte ich mich bei der Schulamt der Stadt Köln bedanken, da wir ab November nach der Herbstferien die Möglichkeit haben, unsere Kinder in Kölner Schulen die ghanaische Landessprache Kwi zu unterrichten. Unser Ziel ist eine bilinguale Kindertagesstätte für Kwi-sprechende Kinder zu eröffnen. Weiter wollten wir diese Sprache als Abiturfach in Köln einführen, nach dem Vorbild von Hamburg. Mit diesem Kulturfest wollten wir dazu beitragen, uns für ein Leben miteinander in Köln bzw. Deutschland weiter zu öffnen. Ghana ist ein Land der Vielfalt und in dieser Vielfalt liegt die Einheit. Das wollen wir Ihnen alle hier heute Nachmittag zeigen. Und außerdem haben wir noch ein Projekt, das ich nicht erwähnt habe. Das heißt, es wurde in Mannheim im Mai initiiert.
as I see Ghana hospitals. Im Vorfeld hat die Botschafterin 200 Euro spendiert. Ihre Stiefvertreter hat auch 100 Euro spendiert. Und auch andere Beteiligten. Also hier ist wurde nochmal Zettel verteilen, diejenigen, die Lust haben oder Vorhaben, uns zu unterstützen, kann in ein Konto das Geld überweisen. Ich danke mich und dann wünsche Ihnen und euch ein schönes Fest. Dankeschön. Bevor wir den Bürgermeister einladen für sein Begrüßungswort, haben wir noch einen Verein, heißt es Ghana Forum. Das ist ein Kooperationsteam zwischen Deutschen und Ghana, die etwas so Hilfe oder Austauschprogramm führen. Und bitten wir euch auch für ein kurzes Begrüßungswort. Danke. Liebe Gäste, liebe Freunde Ghanas und der partnerschaftlichen Beziehungen zu Ghana und zwischen Nordrhein-Westfalen und Ghana, das Ghana Forum als Verein gibt es in diesem Jahr 10 Jahre. Ich bin nicht Präsident, nein, nicht jeder Vorsitzende ist Präsident, Chairman, Vorsitzender dieses Forums, das nun 10 Jahre besteht. Ist unmittelbar gegründet worden nach der Gründung der Partnerschaft von Nordrhein-Westfalen mit Ghana. Und wie gerade angedeutet, bieten wir eine Plattform der Begegnung zwischen Menschen, Bürgern aus Nordrhein-Westfalen und Ghana. Wir geben auf unserer Homepage, die ich sehr empfehle, aktuelle Informationen über Ghana, über Möglichkeiten zum Beispiel auch zum Freiwilligendienst, konkreter Friedensdienst ist hier ein Stichwort. Wir geben Ratschläge und Empfehlungen für Reisen. Wir haben im letzten Jahr aufgetan, eine Medienseite mit Literatur und Medien zu Ghana. Das, denke ich, sollte viele interessieren und wir unterstützen natürlich auch die Partnerschaft zwischen Nordrhein-Westfalen und Ghana. Sehr gerne, um zum Schluss zu kommen, unterstützen wir auch dieses Festival, freuen uns, dass wir dazu beitragen können und wünsche ein gutes Gelingen. So, Messe ist unser Bürgermeister von Kohl. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Kulturbunker in Köln-Mühlheim. Ältester. Ich darf mich ganz herzlich für die Einladung bedanken. Bei Herrn Nektia, auch bei Aaron Huber, die ich ganz herzlich begrüße. Und ich darf Ihnen die Grüße unserer Oberbürgermeisterin und des Rates der Stadt Köln an der Stelle überbringen. Vielen Dank, dass Sie die Veranstaltung heute hier abhalten. Wir sind froh, dass Sie heute hier in Köln sind und dass Sie nicht nur heute in Köln sind, sondern dass Sie auch hier bleiben wollen, weil Sie tragen mit ihrer Kultur zu einer vielfältigen Gesellschaft hier in Köln bei. Es gibt ja auch schon eine Gruppe, Bündnis 14 Afrika, die im Integrationsrat der Stadt Köln auch vertreten ist und ihre Interessen dort wahrnimmt. Und sie haben eben gesagt, Ghana ist Vielfalt. Und Köln ist es auch. Und wir wollen, dass das so erhalten bleibt. Deshalb ist es auch wichtig, das wurde ja eben gesagt, dass sie auch ihre Sprachen weiter hier lernen können. Eben Deutsch, das ist fundamental von fundamentaler Bedeutung. Also erhalten sich auch ihre kulturelle Identität,
Denn wir leben heute in einer globalisierten Welt. Und da brauchen wir auch Ihre Erfahrung, Ihre Expertise aus Afrika, aus Ghana hier vor Ort, weil wir, die Welt wird kleiner, wir arbeiten immer mehr zusammen. Von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie Ihre Identität bewahren, sich trotzdem integrieren hier. Aber Sie sagen, wir sind Ghana und wir sprechen unsere Sprache und wir haben unsere Feste, unsere Feiern ist total wichtig und das trägt auch zu einer wirklich bunten und vielfältigen Stadt Köln, die wir so gerne sind und die wir gerne bleiben wollen, dann auch bei. Es ist jetzt 15 Jahre her, dass Sie die Union of Ghanaian Associations hier gegründet haben. Das ging einher ja mit vielen Erwartungen, mit vielen Hoffnungen. Aber mit der Gründung wurde es auch möglich, dass Sie Ihre Interessen vertreten konnten. Dass für alle Ghanaer, die in Deutschland leben, Sie eine Institution hatten, wo Sie ansprechbar waren, aber auch, wo Sie gegenüber anderen auftreten konnten. Und da hat ja auch, und es ist schade, dass die Botschafterin nicht hier ist, hat es ja durch die ghanaische Botschaft eine sehr gute Unterstützung gegeben. In der Zwischenzeit haben Sie ja viele Erfahrungen gemacht. Viele Hoffnungen sind vielleicht noch nicht erfüllt. Andere Dinge haben sich sehr stark verbessert. Aber die Gründung des Vereins, das muss man doch sagen, war ein wichtiger und richtiger Schritt. Und dass Sie jetzt hier eine Vertretung haben, einen Ansprechpartner, jemand, der auch Ihre Rechte wahrnimmt, das ist sehr wichtig. Zwischen Europa und Afrika hat es ja in den letzten Jahrhunderten, ja bis in dieses Jahrhundert, ja oft sehr, sehr schlimme, ein sehr inhumanes Verhältnis gegeben. Das war oft mit Kriminalität und Kolonialismus einhergegangen. Und diese Strukturen, die ja auch immer noch bestehen, die müssen wir gemeinsam aufbrechen und wir müssen. Und das haben viele erkannt, aber es ist halt unwahrscheinlich schwer, das auch in wirtschaftliches Handeln und in gleichberechtigtes Miteinander umzusetzen. Wir müssen auf gleicher Augenhöhe lernen. Afrika, das ist der Kontinent, der kommende Kontinent, er wächst. Die neuen Medien tun ihr Übriges. Das hat viel, also Afrika holt unwahrscheinlich auf. Und von daher ist das der Partner der Zukunft und Angela Merkel ist ja nicht umsonst vor wenigen Wochen in Westafrika gewesen. Sie war ja auch in Ghana und hat da nochmal betont, dass wir die Beziehungen zwischen Westafrika, Ghana im Besonderen und der Bundesrepublik Deutschland dann auch nochmal auf ein neues Fundament stellen müssen. Und Sie hat auch erklärt, dass also diese Beziehung zu Afrika im Prinzip von großem Interesse für beide Seiten sind. Sie hat, als sie Ghana besucht hat, dem Präsident Akufo-Addo nochmal betont, wie wichtig eine Reform der Partnerschaft für eine neue Basis der Verhältnisse zwischen den beiden Staaten sind. Wir diskutieren Fragen von Infrastruktur, von Industrialisierung, wie kann das gleichberechtigt abgehen? Das ist ja oft immer, da sitzen die Europäer, die Chinesen, die Nordamerikaner oft an einem längeren Hebel und es ist unwahrscheinlich schwer, diese Verhältnisse so zu schaffen, dass sie wirklich auf Augenhöhe sind. Und da sind wir am Beginn eines Weges und was ich betonen möchte ist, dass auch die Kommunen eine globale Verantwortung haben. Ich bin letztes Jahr selber auf dem Europäisch-Afrikanischen Kongress in Abidjan an der Elfenbeinküste gewesen. Dort haben auch afrikanische und europäische Städte gemeinsam gesprochen, weil vieles, was wir an gemeinsamen Problemen haben, das wollen Städte künftig auch gemeinsam lösen. Von daher ist es auch wichtig, dass sich die Städte untereinander verstecken, dass das nicht nur auf Staatsebene läuft, sondern auch auf einem lokalen Level. Und da möchte ich als letztes eigentlich noch hinzufügen, was uns noch fehlt hier in Köln. Wir haben 22 Partnerstädte, wir sind sehr stark international unterwegs. Aber in der Städtepartnerschaft
Subsahara, die fehlen uns noch. Und vielleicht schaffen wir es gemeinsam mit Bündnis 15 Afrika und anderen in den nächsten Jahren, dass wir auch in einer Stadt südlich der Sahara demnächst eine Städtepartnerschaft bekommen, weil ich, und das habe ich ja eben ausgeführt, das einfach für sehr wichtig finde. Auf dieser Last but not least möchte ich mich dann nochmal bedanken bei Herrn Nketiah für diese Veranstaltung, dass ich hier sein durfte, dass ich hier Ihr Gast sein bin. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft wirklich das Beste, viel Erfolg heute für die Veranstaltung, aber auch in Ihrer weiteren Arbeit und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Professor. So, that's very good news, and maybe I'll add this one also in English to our people here. Especially what fascinates me, or what I'm very much interested in, is that you mentioned that you're looking for a partnership from Ghana, Sub-Saharan, and I think this is an opportunity for us also, Ghanaians, to take this chance. Well, I'll throw it first of all to Cole. People, if you don't like it, I come from Kusidov. I think we can arrange it so that the fans will take it away from Cole. So now it's up to you, Cole. Thank you.
Das ist ein südostlicher Teil von Ghana. Thank you.
Dankeschön, Dankeschön. So, als nächstes, also wir haben zwei Teile. Also was seht ihr? Wir sind fast am Ende des ersten Teils. Teil 1, also zum Abschluss, haben wir eine kurze Präsentation, heißt es, die wir jetzt die Ghana Union Köln sich das vorbereitet haben und wo wir dann eine ganz kurze persönlichen an den Bürgermeister das übergeben. Und bevor wir das tun, wollte ich Ihnen nämlich sagen, dass danach haben wir dann eine kurze Pause, so circa eine halbe Stunde Pause würden wir dann machen. Und diese Pause haben wir da draußen Sortiment von Essen, also ghanaisches Essen, typisches ghanaisches Essen, was ich Ihnen auch vielleicht sagen könnte, vielleicht probieren Sie mal. Das ist sehr viel, sehr, sehr leckeres Essen da. Und auch Getränke aus Ghana gibt es auch. Selbst Fanta aus Ghana gibt es auch. Also das kann man wirklich auch probieren. Okay. So, jetzt übergebe ich ihn an Britta. Herr Bürgermeister, wir sind sehr froh, dass Sie uns mal besucht haben. Und wir hoffen, dass wir bleiben in Kontakt. Und ich hoffe, dass wir werden eine Tür offen haben, wo Sie uns mal ein bisschen beraten, wie wir uns weitergehen und wie wir die Diaspora hier in Köln einen Stand finden. Vielen, vielen Dank für kommen. Im Namen der Yuga und alle Ghana Union, wir wollen Ihnen diese Schale überreichen. Das ist ein Kente, ein traditionell ja, gewebter Stoff. Und es soll eine Erinnerung an heutige Tage sein. So, ich überreiche. Ja, vielen Dank. Ich bin wirklich sehr gerne zu Ihnen gekommen. Das ist mir unwahrscheinlich wichtig, dass Sie sagen Diaspora, aber dass die vielen Völker, die hier in der Stadt haben, wissen, dass sie hier ihren Platz haben. Und dieser Schal, der bekommt auf jeden Fall einen Platz in meinem Büro, damit alle sehen, dass ich hier war. Dankeschön. So, ja, der Bürgermeister wird gleich gehen, aber wir lassen ihn nicht so einfach so gehen. Deswegen haben wir so gedacht, okay, der muss sich ein bisschen bewegen. Bis jetzt ist es so, dass er oben gesessen hat und zugeguckt. Aber wir wollen auch jetzt ihn zugucken. Daher würden wir dann Musik so loslegen und vielleicht ein oder ein paar Frauen mit ihm auch sich bewegen. Also, jetzt los, DJ. Oh, I don't know.
Thank you.